Herzlich willkommen zum ersten Berlin Daily Vlog. Heute fahren wir nach Berlin. Es ist 7.05 Uhr. Alles ist gepackt. Der IFA-Rucksack ist bereit. Den muss ich nur noch ins Auto stellen. Und sonst ist eigentlich alles gepackt. Und jetzt fahren wir nach Berlin. An einer Raststätte und sind jetzt 2-3 Stunden gefahren. Ja, 2 Stunden, es sind noch circa 2 Stunden, beziehungsweise ja, 2-3 Stunden nach Berlin. Wir sneaken uns jetzt hier erstmal was zu frühstücken, denn wir sind ja um 7 schon losgefahren und haben noch nicht gefrühstückt. Jetzt sind wir hier an so einer Raststätte und da frühstücken wir jetzt erstmal was. Ja, da wurde jetzt gefrühstückt. Ich habe jetzt hier ein Brötchen, ein bisschen Honig, ein bisschen Nutella, eine Butter und eine Müllermilch, die hoffentlich Mut. Dann gibt es nämlich einen 27 Zoll iMac. Da kann man irgendwas gewinnen. Die werde ich dann nachher live noch öffnen. Aber jetzt esse ich erstmal was. Ich bin jetzt hier auf so einem Kinderspielplatz. Wir sind Fokus. Wir sind gerade an dieser Raststätte angekommen und ich habe jetzt gefrühstückt und jetzt dachte ich bin ein bisschen hobbylos, geh da mal hoch. Ich war schon ewig nicht mehr auf so einem Klettergerüst. Ich dachte, do it for the vlog. Hey, wie komme ich da denn durch? Ja, fuck. Hilfe! Also, ich habe den Plan, ich laufe zuerst darüber, hier über die Brücke. Hier natürlich mit der Vlogkamera in der Hand. Wow. Genieße hier einmal die Aussicht und laufe darüber und rutsche da runter. Das ist mein bisheriger Plan. Ich war schon ewig nicht mehr auf so einem Klettergerüst. Okay, mit 12 ist es auch nicht mehr üblich. Ich passe da nicht durch. Fail, ich passe da einfach nicht durch. Oh. Okay, keine Hobbys, ich weiß. Jetzt erstmal noch E-Mails checken. Gerade noch ein paar neue Kommentare zu Videos gelesen und werde die dann nachher auch beantworten. Aber jetzt chill ich hier erst noch ein bisschen und dann fahren wir auch schon wieder weiter. Ich habe jetzt angefangen, den Vlog zu schneiden. Ich bin schon bei 5 Minuten. Ich möchte schauen, dass ich den nur so bei 10, 13 Minuten halten kann. Der Vlog ist schon angefangen. Also ich habe ihn schon angefangen zu schneiden, wie gesagt. Die erste Hälfte ist schon fast fertig. Nur ein bisschen verbessern muss ich es natürlich. Und dann halt noch ein paar Szenen vom Haus vom Anfang reinschneiden. Also das möchte ich ein bisschen am Anfang wie Dena machen. Zu der Sache sage ich nachher noch was, den Vlogs und so. Das mache ich aber, wenn wir in Berlin sind. Wir sind jetzt noch mal eine Stunde gefahren und es zieht sich ganz schön. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen nachhelfen und deshalb würde ich mal vorschlagen, dass wir das Ganze mit den YouTube-Partnerkräften machen und dann sind wir einfach... Okay, so einfach geht das Ganze hier mit YouTube-Partnerkräften.
Das ist das Haus. Sieht sehr nice aus. Ich bereue es, dass ich mein Apple TV nicht mitgenommen habe. Der Fernseher ist sehr geil. WLAN sieht gut aus, dass wir das heute noch kriegen. Also kann ich heute Nacht uploaden. Sehr gut. Gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut. Wir werden nachher mein Studio und Aufnahme, mein Aufnahmezimmer, mein Schlafzimmer und mein Aufnahmezimmer mal anschauen. Und dann vielleicht ein bisschen in den Garten gehen. Ja, auf jeden Fall nice. Gefällt mir das jetzt sehr gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass das mit WLAN noch klappt. Wie gesagt, ist ein sehr nettes Haus, kann man nur empfehlen. Wie schon gesagt, sieht das hier alles relativ nice aus. Das ist das Haus. Also ich kann euch nachher mal genauere Tour ums und durchs Haus geben. Da oben, das wird, glaube ich, mein Zimmer sein. Da ist auch ein kleiner Whirlpool und Sauna. Ich werde meinen Vlog einfach in der Sauna schneiden, dann Spaß. Das ist relativ nice hier, wie gesagt. Ich werde hier draußen auch für den, okay, es kommt auf meinen Kanal, für den FlohTV-Kanal, also auf den Kanal, ein paar Videos drehen. WLAN ist schon geregelt. Das machen wir jetzt dann noch gleich. Ich gebe euch danach eine Tour durch mein Zimmer. Und dann gefällt mir wirklich sehr gut hier alles. Wir können nachher auch immer noch ein bisschen rumlaufen, aber wird gerade noch was erklärt, was mit dem WLAN und der Sauna und so Zeug. Das Haus sieht von außen relativ geil aus. Wie gesagt, ich zeige es euch nachher mal. Schade, dass ich keine Drohne habe, weil hier könnte man echt geil mit einer Drohne fliegen. Ah, DJI. Phantom 4 könnte ich schon gebrauchen. Na, Spaß. Wie gesagt, ich melde mich danach nochmal. Ist auf jeden Fall richtig nice hier. Erstmal, ich habe eine Sauna entdeckt. Das ist jetzt nicht so allzu krass. Das ist halt eine normale Sauna. Kann ich auch mal rein. Aber ich habe was richtig Geiles entdeckt. Einen Whirlpool. Da werde ich auf jeden Fall mich mal rein chillen. Whirlpool ist auf jeden Fall saugeil. Wir haben jetzt hier mein Room, mein Schlafraum und mein Aufnahmezimmer. Hier haben wir am Start meine Canon-Kamera, mein neues Stativ, mein altes Stativ, den Mikrofonständer, das Mikrofon. Hier ist noch ein bisschen Zeug drin. Da ist mein iPad, meine Tastatur. Hier drin werde ich kaum was aufnehmen, weil draußen, ja, wartet mal, könnt ihr es sehen? Ein Mega-Garten ist. Da werde ich dann auch öfters mal was aufnehmen und halt auf der IFA. Ich habe das jetzt hier nur mal so ausgepackt, weil ich hier ein Frag Flo aufnehmen werde. Ja, Frag Flo halt. Kennt ihr ja. Habe überlegt, ob ich jetzt was mache, aber jetzt mal wahrscheinlich nichts, weil ich halt auch vloggen tue und so weiter. Wahrscheinlich tue ich das dann morgen übermorgen, habe ich hier schon mal alles rausgerechnet. Wenn ich zur IFA gehe, packe ich das einfach wieder ein. Es passt schon so. Hier drüben habe ich meinen Rucksack und hier für den Unboxing-Tisch, hier wie gesagt mein iPad, Tastatur, Kopfhörer und alles. Ich habe eigentlich hier so ziemlich jetzt schon alles reingeschafft, wie gesagt, große Kamera, altes, neues Stativ, Mikrofon und so weiter. Ja, ich werde dann mal rausgehen. Schlechte Nachricht, die von der Rezeption meinte, dass sie hier sehr schlechtes WLAN haben. Ja, wir müssen schauen, wie es mit den Vlogs geht. Also wenn es gar nicht geht, ich versuche es heute erstmal über die Nacht hochzuladen. Da ist es dann auch nochmal eine andere Sache, wenn man es über Nacht hochlädt. Und schon eine neue Nachricht. Also ich werde es über die Nacht hochladen. Wenn nicht, schaue ich, dass ich das öfters mal im App Store oder so hochlade. Montag. Ja, schauen wir mal. Freitag und Samstag lade ich eh auf der IFA hoch, von dem her. Ich chill mich jetzt gerade noch ein bisschen raus. Sehr geil, das Ganze. Ach, das ist ja warm. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Hier auch nochmal die Aussicht vom Balkon runter. Wirklich geil. Ich bin gerade auf dem Balkon vom Bad. Ja, vom Bad. Das da drüben, sieht man das, ist my room. Aufnahme und Schlafzimmer. Das ist die Sauna. Da werde ich vielleicht auch mal reingehen. Da kann ich auch geile so Timelapses und so machen. Muss ich mal schauen. Hier unten sind noch die anderen Häuser, unser Auto. Bad, da ist ein Fernseher drin. Wie nice. Mit Fernseher. Im Whirlpool kannst du dann Fernseher schauen. Ist auf jeden Fall geil. Gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Was ich jetzt noch, wie gesagt, testen muss, ist das mit dem WLAN. Weil die Frau meinte wirklich, dass es sehr schlecht ist. Und ich hoffe, es geht gerade noch so. Aber ich, was ich auch ein bisschen blöd finde, ich dachte eigentlich, dass ich hier nochmal einen extra Raum mit extra Tisch und so weiter habe. Denkt natürlich nicht, dass hier so YouTuber wie ich kommen, dann Spaß. Weil ich gerne mein Setup aufgebaut hätte für die Unboxings und so, die ich hier dann filme, habe ich jetzt einfach, wartet mal, gehen wir mal in my room hier durch. Das Bad, das mit dem Whirlpool, das finde ich sehr geil. Wir gehen jetzt hier mal in my room rein. Hier ist, wie gesagt, habe ich euch ja schon gezeigt, ja. Genau, also wie gesagt, hier drin werde ich dann eigentlich nichts aufnehmen. Hab ich vorhin alles schon gesagt, stimmt. Wir können jetzt auch mal rausgehen. Warte, wir gehen jetzt da mal raus. Hier, Treppe runter. Gehen wir mal raus.
läuft auf jeden Fall. Treppe runter, Treppe runter. Und, Mann, die Tür ist nicht offen, sonst hätten wir, glaube ich, rausrennen können. Achtung, Tür auf. Ja, wir sind gerade 8 Stunden gefahren, deshalb renne ich hier direkt rum. Auf jeden Fall nice hier. Gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Was der Hügel da bezweckt, verstehe ich nicht. Aber hier sehen wir dann auch nochmal das Haus von außen. Da oben, das ist mein Zimmer, auf dem Balkon waren wir gerade. Ja, ist auf jeden Fall geil. Hier hoffe ich, dass das Internet stimmt. Wir werden hier auch geile Vlogs auch vom Haus kommen. Vielleicht gebe ich euch nachher eine kurze Roomtour, aber gefällt mir auf jeden Fall. Ich habe den Vlog geschnitten. Wir sind in der Rodertal circa bei 13 Minuten. Vielleicht cutte ich da noch ein bisschen rum. Wollt ihr, dass der morgige Vlog wieder so lange wird, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn er kürzer werden soll, schreibt es auch in die Kommentare. Dann schaue ich je nachdem, wie ich das mache. Gute Nachricht, ich habe gerade 2 WLAN-Passwörter geholt. 1 für mein iPad und 1 für mein iPhone. Ich kann hochladen. Ich hoffe, dass das WLAN von den Bits her gut ist. Dann kann ich nämlich den Vlog schnell hochladen. Ich denke, dass er bis morgen auf jeden Fall online ist. Wenn nicht, schaue ich, dass ich morgen einfach schnell in den Apple Store gehe und dann da hochlade. Ich werde öfters mal mein Standort twittern, dass wir uns vielleicht irgendwo sehen oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, WLAN-Passwort ist da. Wenn der Vlog nächstes Mal wieder so länger werden soll, einfach in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das. Ja, Leute, ich denke, das war es dann auch schon für diesen Vlog. Ich wollte noch kurz was sagen. Vergleicht bitte meine Vlogs nicht mit denen von Felix Barr, Dehner, Jody Calussi oder irgendjemandem, weil einfach das Gelaber bei denen anders ist und die Kameraqualität. Ich laufe hier zum Beispiel nicht mit einer 7S oder einer G5X durch die Gegend und laber da irgendwas, sondern ich hoffe, dass sie euch trotzdem gefallen. Aber wollte ich bloß mal so gesagt haben, dass man die nicht so vergleicht, weil ich mache das halt auch professionell und ich vor so einen Spaß, der mit so einer Lumix-Kamera durch die Gegend rennt. Das wollte ich gesagt haben. Ich hoffe, dass ich die Daily-Vlog-Sachen einhalten kann, weil, wie gesagt, das WLAN nicht so gut sein soll. Ich bekomme jetzt gerade auch gar kein WLAN-Passwort, weil die Telekom streikt oder auch die ein technisches Problem haben. Ich kann quasi jetzt auch nicht ins WLAN. Ich hoffe, dass es bis heute Abend behoben ist. Wenn nicht, werde ich morgen früh in den Apple Store gehen. Muss ich mal noch schauen, dass ich das Ganze hinkriege. Aber das war es dann erstmal mit diesem Vlog. Heute ist noch nicht so viel passiert, aber morgen passiert dann ein bisschen mehr. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Freunde zu sehen. Würde mich natürlich auch wieder über einen Kommentar oder ein Like freuen. Wir sehen uns morgen im nächsten Daily Vlog wieder. Bis dahin. Ciao.